Der Feind nähert sich dem Hauptquartier. Der gibt es sicher. Unser Hauptquartier wird eingenommen. Der Feind hat unser Hauptquartier zerstört. Die Führung gehört uns. Wechsel das Magazin. Ja, komm. Ist mein letztes Magazin. Das war jetzt geil. Warte nach. Also das war jetzt geil. Definitiv geil. War geschenkt. Jetzt spielst du per Unfair, ne? Nur so viel dazu. So kommen wir nicht auf unser Handicap. Ich muss leider so spielen, ich habe keine andere Wahl. Ich will nicht so spielen, aber ich muss. Handicap Stufe 4. Oh, Baby. Ist das hart. Ist das hart. Oh, Mann, oh, Mann. Jetzt sieht man endlich das Bildchen von Stufe 4. Achtung. Bin gespannt, wer es erkennt. Also, Handicap Stufe 4. Okay. Da, dann drehen wir doch mal unser Rad. Was haben wir? Drei Kammerschuhe. Ja, müssen wir nochmal. Ah, schauen wir mal. Jetzt haben wir sogar schon was doppelt gehabt. Wahnsinn. Kreis. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Kein Kreis mehr. Das hat mir gerade noch gefehlt. Echt. Plus. Kreis. Ich habe keine Ahnung, Controller geschmissen, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie jetzt. Das ist wieder ein Perfekt. Na, komm! Na! Mach keinen auf Rage Quitter. Oh! Das ist der zweite Rage Quitter in dem Spiel. Na! Also. Mann, oh Mann. Warte, da braucht man einen Ton. Warte. So. Edzard. What? Ich finde das Wort einfach voll geil. Also sowas. Das war der zweite schon. Ich hab gedacht, die gibt's nicht mehr, die Wage Quitter. Und da ist unsere Freunde wieder. Einfach wieder gegen die. Ich hab gedacht, die wird's gar nicht mehr geben. Also, früher weiß ich doch, da war das vermehrt mit dem Wage Quitten. Heutzutage. Du musst nach hinten drücken. Du musst dich verteidigen. Drück doch einfach nach hinten. Ach. Der ist wohl unbegreiflich, der Typ. Na, jetzt. Er tut Mensch quitten. Nein! Alter, was ist denn? Na, das ist mies von dir, Mann. Ich glaube, ich spinne. Also, ganz ehrlich, Mann, das war feige. Das habe ich ja schon lange nicht mehr erlebt. Jemand Rage Quit. Rage Quit ist, wenn er mitten im Spiel einfach abhaut, also sich einfach offline macht. Das war richtig mies jetzt. Also sowas, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt.